Wie sieht es aus zu Wochenbeginn? Bis jetzt noch relativ langweilig. Immerhin nicht negativ, der DAX, wir sehen das hier unten rechts im 15-Minuten-Chart, also heute nach einem relativ schwachen Start in die neue Woche, allerdings wieder erholt, also wieder auf hohem Niveau unterwegs, quasi Allzeithochniveau ist nach wie vor das Gültige. Es gibt also noch keine echte Schwäche zu erkennen. Wirklich keine Schwäche. Ich fand das witzig. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Video gebracht, da gab's, hatte jemand in YouTube einen Kommentar drunter geschrieben, ach Quatsch, ihr alle mit vorsichtig sein, einfach nur kaufen. Natürlich gibt es im Moment keine Gründe zu verkaufen, also zumindest sieht man sie im Chart ja nicht wirklich. Ja, es gibt nur vielleicht den einen oder anderen Grund, der zur Vorsicht mahnt und unabhängig davon, ob das vielleicht ein Spaßkommentar war oder ob das 100% ernst gemeint war. Die Situation ist halt die, wir sind halt schon sehr weit gelaufen und Rücksetzer sind dann halt sehr typisch. Aber im Moment, wie gesagt, zeichnen sie sich ja noch nicht ab. Der DAX hat hier null Ambitionen im Moment auf der Short-Seite und solange das nicht der Fall ist, muss man ja auch nicht in Rage geraten. Allerdings ist es immer wichtig, sagen wir mal, nicht zu einseitig hier dem einen oder dem anderen Trend oder der einen oder anderen Ideologie hinterherzulaufen. Die Erfahrung zeigt, das wird teuer bestraft. Womit ist zu rechnen jetzt aktuell? Naja, weiterhin vorläufig nach oben. Also wie gesagt, noch keine Schwäche beim DAX jetzt hier zu erkennen, auch zum Wochenbeginn nicht, auch mit Hinblick auf das, was wir zuletzt hatten. Aber naja, keine Schwäche zu erkennen, ist vielleicht etwas falsch formuliert. Das ist eigentlich ein typisches Zeichen, was am vorläufigen Ende, und damit rede ich ja nicht von einem Rücksetzer, der jetzt notwendigerweise auf 8000 fällt, aber zumindest mal diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier jüngst haben, mal beendet. Und mich würde es dementsprechend gar nicht wundern, wenn wir einen etwas größeren Rücksetzer, keinen richtig fetten, das muss nicht mal diese Qualität hier haben. Das waren immerhin, wann war das, im August bis September, naja, Oktober hier irgendwann, da ging es immerhin mal um wie viel und von 13.000 auf 11.000 runter. Das war ja schon mal eine Hausnummer. So schlimm muss es ja nicht mal unbedingt kommen. Aber Rücksetzer, das sollten wir halt einfach einkalkulieren. Und dann sollte man auch nicht nachher sagen, oh Gott, das war jetzt zu viel für mein Portemonnaie. Jetzt einfach blindlings zu sagen, ich kaufe einfach und da kann überhaupt nichts passieren. Das, muss ich sagen, hat die Vergangenheit häufig teuer sich bezahlen lassen. Also seid da ein wenig vorsichtig, auch wenn ich jetzt nicht für die Short-Seite Werbung machen will, aber zumindest die Offenheit zu haben, dass wir mit einer Übertreibung hier zu tun haben. Und das haben wir ganz sicher. Das ist ganz typisch für so ein Marktverhalten, was wir hier haben. Und das sollte auch dann nicht weiter stören. Und jetzt ist dann die Frage, ob wir mit einer kleinen Korrektur vielleicht irgendwann abgespeist werden. Das würde ja uns dann neue Möglichkeiten, auch nochmal mit frischem Geld nach vorne wieder zu gehen, geben. Oder eben, ob es dann vielleicht doch was Größeres wird. Wir werden das sehen. Auch die Amerikaner sind im Moment da etwas zögerlich unterwegs. Wir sehen das hier beim Dow Jones. Ebenfalls jetzt nicht wirklich das bullische Bild vor dem Herrn, was wir jetzt hier aktuell sehen. Für unsere Intraday-Freunde zumindest mal der letzte Schub, der geht nach unten, ein richtig schöner Schub nach unten. Ich glaube, ich muss es nicht mehr großartig erzählen, wenn das wackelig heute im Laufe des Nachmittags hochgeht, definitiv ein Short. Wie gesagt, damit sind wir im kurzzeitigen Rahmen. Das sagt natürlich jetzt nicht notwendigerweise aus, dass es dann massiv fallen muss, aber ich sag mal, solange wir wackelig nach oben gehen, ist die Short-Seite erst nochmal eine ganz coole und kann dann auch gegebenenfalls, ich bin ja ein bekennender Gewinnmitnehmer, also das, was wir vorne haben, hinten nochmal. Aber das, wenn es dann eben entsprechend weiterläuft und dann gegebenenfalls die Meinung besteht, ja, vielleicht geht es aber dann doch ein bisschen weiter, dann halt drinbleiben und einen Trailing-Stop installieren. Beispielsweise Supertrend, das ist eine der simpleren. Die sind nicht wirklich immer perfekt, aber solange ein Trend halt relativ stark läuft, ziehen die halt, das ist halt die Definition von sowas, hier, ihr seht das, relativ gut hinterher. Seid dann auch nicht traurig, wenn ihr hin und wieder ausgestoppt werdet. Entweder wählt ihr dann eine weitere Variante, dass ihr eben sagt, okay, das war hier ganz gut, das war hier ganz gut, das war hier im Aufwärts ganz gut, das war hier ganz gut eigentlich. Das passt für mich. Wenn ihr sagt, naja, aber ich würde da gerne drin bleiben, ja gut, dann wählt halt einen im Stunden- oder 4-Stunden-Chart, sodass ihr einfach die größeren Bewegungen entsprechend mitnimmt. Natürlich ist dann der Stop weiter weg. Aber so ist es eben. Ein Tod müsst ihr sterben. Ihr müsst euch entscheiden, welche Variante euch lieber ist. Immer eng am Geschehen, aber dann blöderweise auch mal schneller rauszugehen. Oder ob ihr sagt, nein, ich mache das ein bisschen grobkörniger sozusagen, ein bisschen großzügiger. Das geht natürlich grundsätzlich auch.
ist auch überhaupt nicht verwerflich, ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Dann muss man halt mit ein bisschen mehr Rücksetzer auch rechnen. Sprich, denkt daran, wenn ihr eure Positionsgröße eben reinsetzt, dass ihr dann eben entsprechend dann nicht durch irgendwelche Margin-Fallen oder sonst irgendwie was dann auf einmal feststellt, das war jetzt doch teuer, weil, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch wenn man die noch nicht erkennen kann, der Markt dann doch weiter nach unten eben entsprechend geht. Also das so als kleine Anregung von jemandem, der schon sehr viel erlebt hat an der Börse und nicht alles war nur angenehm. Aber gut, wollen wir nicht über Vergangenheiten plaudern, wir gucken mal, was der aktuelle Markt macht. Aktuell jetzt zumindest für den Nachmittag die starke Abwärtsseite. S&P ebenfalls im Moment die starke Abwärtsseite, also für all diejenigen, die Intraday jetzt unterwegs sein wollen. Das ist alles noch kein echtes Beweisstück, dass das Kursniveau jetzt deutlich hier zum Beispiel die 4000 nochmal erreichen muss. Gar nicht. Aber selbst so eine Bewegung, die wir hier haben, kann zwischendurch mal ein Rücksetzer ja auch durchaus vertragen. Einen hatten wir hier schon und mindestens, im schlimmsten Fall, mindestens brauchen wir irgendwie was, was dieses Ding hier wieder ausgleicht. Also selbst wer jetzt super bullish ist, so kleine Rücksetzer zwischendurch. Ich meine, ist ja nichts Neues, haben wir hier ja auch. Wer das nutzen möchte, der kann das nutzen. Wer sagt, ach Gott, ich nutze doch nicht die Abwärtsseite, das ist Teufelszeug, da will ich nichts mit zu tun haben. Naja, dann wird wahrscheinlich früher oder später es ja auch wieder so ähnlich aussehen. Wir sehen das hier in solchen Situationen beispielsweise oder hier, dass sehr häufig diese Bewegungen eben dreiwellig sind, manchmal eben auch mehrwellig, wo man sagt, da kann ich es nicht genau erkennen, aber wo man sagen kann, ja gut, aber diese Richtung, die sieht halt nicht wirklich impulsiv aus, ja, dann wird halt danach die vorangegangene schnelle Bewegungsrichtung wieder aufgenommen. Das gilt dann natürlich auch wieder für unsere bullischen Liebhaber, die sagen, Mensch, hier, ich kaufe doch sowieso lieber und der ganze andere TINF, da habe ich nichts mit zu tun. Wenn der Kurs hier runterkommt und dann eben entsprechend solche Niveaus triggert, dann wäre das natürlich auch wieder eine Möglichkeit, zumindest von der Richtung her, die Long-Seite dann gerade wieder mit aufzunehmen. Ihr seht also, da ist der Markt sich treu, auch in den aktuellen Zeiten. Da hat sich eigentlich nichts dran verändert in den letzten vielen Dekaden. Dieses Marktverhalten, das ist eigentlich eine relativ stabile Geschichte und nicht wirklich dem Einfluss von außen eben unterlegen. Auch wenn die Geldpolitik vielleicht eine andere ist, wenn die technische Entwicklung eine andere ist. Corona hatten wir vor ein paar Jahren auch noch nicht, zumindest mal nicht so, wie wir es jetzt haben. Oder eben die Notenbanken, die Inflationsgedanken, die Zinsen, ach, was weiß ich, was man alles mit reinbringen will und möchte. So dieser Grund, diese Grundmotorik in den Märkten, die scheint nach wie vor gleich zu sein. Abschließend noch zum Nasdaq jetzt hier. Der ist nicht ganz so sauber aktuell, was dieses Bild angeht. Das heißt, der gibt mir hier auch für die Short-Seite am wenigsten wirklich attraktiven Input. Das heißt, da würde ich dann doch eher gucken, dass die, die sich besonders viel Mühe geben mit Schub und Korrektur, dann eben den nächsten Trade dann eben ausmachen. In diesem Sinne euch jetzt alles Gute erstmal. Ganz liebe Grüße und einen wunderbaren Start in die neue Woche.